Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Final Fantasy X. Wir sind im letzten Part, nachdem wir das Markus-Trio besiegt haben, hier in dieser Omega-Ruine angekommen. Und ich habe keinen Plan, wie es weitergeht. Absolut nicht. Tatsächlich bin ich... War ich vor uns schon hier? Ja, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Mein Gott, zu lange her. Tatsächlich weiß ich nicht, wie es weitergeht. Aber, komischerweise, wieso auch immer, kam ich gerade eben hier nicht weiter. Und jetzt geht's. Fragt mich nicht, wieso. Ich habe nämlich das ganze Internet letztens abgesucht und nichts gefunden. Naja, egal. So, Level 3 Sphero-Pass. Sicherheitsreif. Und ein Kampf. So, machen wir das mal wieder kaputt. Komisch, wo hing ich denn das letzte Mal so krass? Ganz merkwürdig. Naja, ist ja jetzt auch egal. Wir haben es soweit geschafft. Wer weiß, vielleicht bin ich total blind durch die Gegend gerannt. Wie immer. So, hier ist jetzt wirklich nichts mehr. Dann gehen wir mal hier lang. Ach ja, wie gesagt, Omega-Ruine ist das allererste Mal, dass ich hier drinne bin. Und, ja, ich habe auch keine Ahnung, wo ich hier lang muss. Wand berührt, jedoch keine Reaktion. Okay. Hier muss ich rein. Huch. Ach so. Ah, ja, ja, ja. Hier ist das Stück kaputt. Und hier gegenüber ist das Zeichen. Ich gehe davon aus, dass ich das Zeichen irgendwie aktivieren muss. Wieso eigentlich ist jetzt hier alles aktiviert? Ich war hier im Leben noch nicht. Naja, mal gucken. Ah, direkten Kampf. Ist ja egal. Ist ja egal. Die anderen Kisten verschwinden jetzt natürlich. So. Bye, bye. Okay, gehen wir mal hier lang. Mein Gott, das ist so groß hier. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst lang gehen soll. So. Es macht es natürlich super einfach, wenn man Gegner 0 dran macht, weil dann einfach dieses nervige Monster-Kämpfen nicht mehr da ist. Und man wesentlich flüssiger hier durchkommt. So, wir haben ein Symbol aktiviert. Vielleicht ist jetzt das andere aktiv. Was wir vorhin gesehen haben. Da will ich gerade mal zurück. Das war hier unten irgendwo. Ging so ein kleiner Stiezel raus. Genau. Geht es jetzt? Ja, da passiert was. An der Wand erscheint ein Symbol. Okay. So, wir kommen jetzt. Wo genau soll uns das hinführen? Ach, das soll wahrscheinlich die Verbindung zu dem einen Stück hier einfach nur wiederbringen. Hubala. Gucken wir mal kurz aufs Handy, wie viel Zeit wir schon haben. Wir haben einen Teleport-Spheroiden gefunden. Ich glaube, mehr sollte das jetzt hier auch gar nicht machen. Aber ja, passt doch. Wie gesagt, ich brauche keine Spheroiden mehr. Das hätte ich vielleicht vor 50 Spielstunden gebraucht. Mittlerweile nicht mehr, aber das ist ja jetzt auch nicht schlimm. Gegebenenfalls kann ich die verbasteln mit Riku. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, dass ich Omega bla 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 in die Hände laufe. Und ich darf auf keinen Fall vergessen, ich muss mit Kimari auf jeden Fall in den Kampf starten. Vielleicht mache ich das gerade mal. Moment, ich muss gerade mal zu Oren gegen Kimari tauschen. Einfach aus dem Grund, er muss nur noch diese eine Attacke von Omega-Weapon oder Ultima-Weapon, ich weiß es gerade nicht mehr, muss er lernen.
damit er alles gelernt hat. Ich traue mich nicht drauf. Traue mich tatsächlich nicht drauf. Aber ich glaube, hier komme ich wieder zum Anfang zurück, wo ich vorhin schon war, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, okay. Na gut, ich laufe jetzt gerade nochmal den Kreis. Ich wollte nur sicher gehen. Dann muss ich wahrscheinlich doch auf dieses Ding draufsteigen. Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Aber wir schaffen das schon. Es sieht halt so endgültig aus jetzt hier. Obwohl, ach nee, das war nur eine... War nur ein Teleport. Dann ist okay. Alles okay. Aber der Raum sieht nicht gut aus. Nein, der Blick gefällt mir auch nicht so ganz. Oh, schaut mal, das sieht aus wie Red. Oder wie ein Qual. Ich sage, es ist ein Red. Also von Final Fantasy 7. Ja, ich wusste es. Oh Gott. Ich hätte gern noch mal einen Speicherpunkt. Oh nein. Oh nein. Moment, ist das jetzt... Es ist Ultima-Weapon. What? Moment mal. Shit. War das jetzt... Oh Gott, ich wollte doch mit Kimari... Verdammt! Ich muss mal kurz schneiden an der Stelle. Ich muss jetzt mal gucken, ob der das war, weil dann muss ich neu laden. Das will ich nicht. Ich brauche doch nur diese eine Attacke noch. Ich glaube, man hat zwei Kämpfe hier gehabt. Omega und Ultima. Jetzt weiß ich nicht, welcher das war. Wartet mal einen Moment. So, da bin ich wieder. Scheinbar gibt es noch einen und den muss ich besiegen. Das war nicht Omega. Just a shadow, born from Omega's wrath. What, so the main man still around? Come on out, Omega! When we meet, I will send it. Ja, Ultima ist ja super schnell besiegt. Oh wei, das war jetzt gerade ein Schock. Tatsächlich hatte ich ein bisschen Panik, aber okay, das war nicht Omega-Weapon. Das war nicht von dem gesprochen wurde. Na, gehen wir mal da hoch. Mit einem Schlag kaputt gemacht, das hat mich jetzt kurz ein bisschen geschockt, muss ich sagen. Aber okay, so ist das. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier unten lang, weil ich will auf jeden... Was ist denn jetzt los? Ich will auf jeden Fall mit Kimari diese eine Attacke halt machen. Also lernen. Das ist mal eine etwas andere Musik im Hintergrund, dass man mal in den Kämpfen kein... keine Kampfmusik hat. Wartet kurz einen Moment. Muss meine Uhr wieder starten, so. So, mal gucken. Hier unten ist eine Kiste. Was soll das mit den Gegnern? Die sind überhaupt kein Problem für mich. Ups. Ah ja, ist ja nicht schlimm. Ach, das sind zwei von denen. Habe ich gar nicht gesehen. Mist, ich habe eine Kiste gekillt. Rapidschlag. Und Rapidschlag. Ja gut, ich meine, ich verletze 100.000. Da kommt, glaube ich, das Wenigste gegen an mittlerweile. So, was haben wir denn Schönes hier drin, wenn das so einsam rumsteht? Ein Freundsferoid. Dann gehen wir mal in die andere Richtung. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass Omega-Weapon nicht so eine Enttäuschung wie Ultima-Weapon ist. Das war ja jetzt echt lächerlich. Gut, wie gesagt, ich bin halt arg gelevelt. Aber, hätte ich das gewusst. Also, das sind ja die normalen Gegner schlimmer. Boah, das Viech hasse ich ja auch hier. Den Monolith. So, Tech-Rapidschlag. Und Tech-Rapidschlag. Okay. Gut, ich kann mir vorstellen, dass jetzt hier am Ende des Gangs Omega-Weapon kommt.
Jedes Mal, wenn so ein Viech auftaucht, denke ich mir, oh Gott, jetzt kommt er. So, Rapidschlag. Und weiter. Mein Gott. Okay, scheint auf jeder Ebene ein Monster zu kommen. Dann weiß ich wenigstens Bescheid. Rapidschlag. Oh, ah, er hat ja nicht 99.000 verletzt. Ich wollte gerade sagen, er hält mal ein bisschen mehr aus, der Gegner. Ah, das kommen noch ein paar Gegner. Das ist ein etwas weiter Weg. Aber mein Gott, was ist das nur für eine Ruine? Ich verstehe das gar nicht. Aber die packen ja hier echt die nervigsten Viecher aus. Das ist ja unglaublich. Keine Chance. Immun. Okay. Dann weiter. Ich hoffe, ich übersehe auch keine Kiste, dass hier irgendwo was steht und ich übersehe es immer. Ich passe auf. Pietschlag. Ah ja gut, ich denke, dass Omega-Weapon jetzt nicht so mega viel härter sein wird. Ich meine, ich habe ja schon mal den Vorteil, dass ich so viel HP habe. Ich habe den Vorteil, dass ich Schleife habe. Meine Geschwindigkeit, Hit-Expander. Ich glaube, so extrem schlimm wird es jetzt nicht mehr. Was mir noch ein bisschen Sorgen macht, ist natürlich der Kampf gegen Richter. Der Kampf gegen Deus, der noch anstehen wird. Wo ich immer noch rausfinden muss, wie das ging. Also beziehungsweise, wie ich den freigeschalten habe. Muss ich demnächst mal schauen. So, ab hier ist doch irgendwie wieder die Karte unentdeckt. Was mich wundert, ich war noch nie zuvor hier drin, noch nie. Und trotzdem waren Teile der Karte schon entdeckt gewesen. Verstehe ich nicht ganz. So, alles aufdecken. Ich mag das, nicht, wenn das irgendwie nicht aufgedeckt ist. Oh wei, okay, ich glaube, hier geht's los. It seems we rate his personal attention now. So, tatsächlich traue ich mich nicht mit den anderen anzugreifen, bis Kimari dran war. Mal sehen, kann ich denn irgendwas Nettes machen vielleicht? Fortuna steigert Glück der Gruppe. Ja, machen wir das mal. Tech, so der kann mal auch irgendwas mit Spezial machen. Der macht Anpeilen. So, und Kimari macht jetzt Dragonik. Wenn ich es finde, ich muss jetzt erstmal gucken, wo der das hat. Der ist mittlerweile... Ach, hier ist es doch. So vollgepappt mit seinen ganzen Sachen. Yay, Kimari hat Supernova gelernt. Eigentlich müsste jetzt von Steam eine Errungenschaft kommen, weil ich alle Sachen von ihm habe, aber irgendwie, ich habe ja schon mal erwähnt, ein paar von den Sachen sind irgendwie... Ah, da ist es. Oh, cool. Ein paar von den Sachen sind buggy. Aber es hat funktioniert. So, Tech und Rapidschlag. So, Kimari wird jetzt natürlich wieder ausgetauscht mit... Na, machen wir mal Oren. Zech, Rapidschlag. Ja, jetzt machen wir das Ganze einfach die ganze Zeit weiter, so lange bis Omega-Weapon kaputt ist. Was, denke ich mal, nicht so lange dauern dürfte. Immerhin, ihr seht, ich bin ja ewig oft dran. Ja, das war's schon. Schade. Naja, gut. Das war Omega-Weapon. Ich wollte nichts von ihm klauen. Ich wollte nichts von ihm bestechen. Das war jetzt richtig, dass ich ihn gekillt habe. Ich brauche die anderen Sachen einfach nicht mehr. Ich bin am Ende des Spiels. Ich habe alles vorbereitet. Ich muss wirklich nur noch durchrushen, sage ich mal. Und dann war es das. Oh, eine Kiste. Find your peace on the far plane. Leave Spira to the living.
Okay, super. Was zur Hölle? Die haben mich jetzt nicht an den Anfang vorgebracht, oder? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, ich renne jetzt mal vor. Ich hole mir die Kiste noch. Wartet mal. Das machen wir doch mal einfacher. So. Nee, hier muss ich ja lang. Als ob ich jetzt hier ewig lang noch rumrenne. Das machen wir ganz schnell. Jetzt muss ich nur mal rausfinden, wo ich lang musste nochmal. Hier? Ja, hier ist richtig. So, was eine Schweinerei. Dann haben wir den besiegt und werden wieder an den Eingang vorgebracht. So, hier runterrennen. Lalalalalala. Ist ja langweilig, wenn ich euch jetzt in normaler Geschwindigkeit mitnehme. Wofür hat man denn eine Steam-Version, wenn man nicht das Turbo benutzt? Da. Nee, hier. So. Das reicht schon. Jetzt kann ich hier auch wenigstens alles noch erkunden. Und so, habe ich das? Dann holen wir uns mal die Kiste. Was gibt's denn Schönes? Magiesphäroid. Ernsthaft? Ein Magiesphäroid. Die ganze Arbeit für ein Magiesphäroid. Naja, gut. So, dann gehen wir zurück. Beziehungsweise ich werde jetzt an der Stelle den Part beenden. Wir sehen uns in einer neuen Folge von Final Fantasy X wieder. Wir werden ab dem nächsten Part uns die Solaris-Waffen holen. Mit Wacker könnte noch ein bisschen dauern, das muss ich offscreen vorbereiten und ich bin ab Sonntag, warte mal, wann seht ihr die Folge hier? Ja doch, das passt. Ich bin ab Sonntag im Urlaub eine Woche bei Shiva und habe jetzt halt in nächster Zeit nicht wirklich dann Zeit dadurch vorzubereiten, sondern versuche halt die ganze Zeit zu nutzen, um noch alles aufzunehmen, was ich brauche und natürlich zu rendern und hochzuladen. Deswegen kann es sich noch ein bisschen verzögern. Aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so tragisch. Wir holen uns die Waffe auf jeden Fall noch. Und wenn ich das alles gemacht habe, ich könnte eigentlich mal den Richter noch einschieben zwischendrin. Das machen wir alles, wie gesagt, noch. Ja, guti, dann würde ich sagen, sehen wir uns in einer neuen Folge wieder von Final Fantasy X. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!